und herzlich willkommen zur sechsten Folge der Serie Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und was die Bibel dazu sagt und was der Michael dazu sagt und was der Jörg dazu sagt, das sagen euch jetzt der Michael und der Jörg, der sich jetzt zuschaltet über die Folge 6, die da heißt Familienbande. Hallo Jörg. Ja, hallo Michael. Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Die Bibel sagt, dass wir alle geboren sind in Übertretungen und Sünde, dass kein einziger Mensch rechtschaffen ist, auch nicht ein einziger. Und das sagt im Grunde alles. Der Mensch ist ein falsches Wesen, nachdem er gefallen ist von der Herrlichkeit Gottes im Garten von Eden. Und deswegen macht der Mensch eben auch allen möglichen Betrug und Lug mit. Deswegen hat Gott gesagt, wenn ihr das und das macht, dann werde ich euch dafür bestrafen. Was machen wir? Wir behandeln die 10 Gebote unseres Herrn nicht so, wie sie behandelt werden sollen. Mit anderen Worten, wir treten sie mit Füßen, anstatt sie zu ehren. Anstatt ihn zu ehren. Wir verehren andere Götter. Wir beten Abbilder an. Wir gebrauchen den Namen unseres Herrn, so wie er nicht gebraucht werden soll. Wir halten den Sabbat nicht, wir ehren unsere Eltern nicht, wir töten, wir stehlen, wir lügen, wir begehren. Alles das, was wir nicht machen sollen, machen wir. Und dann muss man den Leuten noch eine Sendung machen, was sagt die Bibel über Verschwörungen, wenn wir wissen, dass der Mensch so falsch und so schlecht ist, wie die Bibel deutlich sagt. Die Bibel klagt uns alle an. Aber auf der anderen Seite gibt uns die Bibel auch die Lösung. Die Lösung lautet Jesus Christus. Und in der Zwischenzeit muss man sich so wenig mit den Menschen beschäftigen, wie überhaupt nur möglich. Von daher, natürlich gibt es Verschwörungen. Die ganze Menschheit ist eine einzige Verschwörung gegen den Gott im Himmel, der ihn geschaffen hat. Das fand ich jetzt mal eine interessante kleine Einleitung. Und jetzt kannst du gerne mit deinen Familienbanden fortfahren. Ja, danke Jörg. Ich hatte gerade schon überlegt, wo du angefangen hattest beim dritten Gebot. Was habe ich mir schon überlegt, ob ich jetzt eventuell das so die beste Gelegenheit wäre, den Raum aufzuräumen, weil das kann natürlich dann unendlich gehen, so von wegen kleiner Einleitung. Im Endeffekt ist es so, der Jörg hat leider recht, dass die Menschen heutzutage dermaßen verroht sind und eigentlich überhaupt nicht wissen, wo links und rechts ist, und deswegen brauchen sie die Medien, die ihnen dann irgendetwas als Leitmotiv vorgeben, was natürlich dann weder christlich noch ethisch noch moralisch ist, beziehungsweise halt immer von der Gegenseite kommt. Aber bevor wir uns jetzt hier in Grundsatzdiskussionen auflösen, löse ich jetzt erstmal das auf, worum es in dieser Folge geht. Denn gleich, nachdem ihr das erste Bild seht, da geht es nämlich gleich wieder zum anderen Thema. Nur ganz kurz, weil wir eine kleine Feststellung hier treffen wollen. Zumindest ich und der Jörg wird sich da sicherlich anschließen. Nächstes Bild kommt. Familienbande. Also ihr wisst, um wen es geht. Ne? Eine der bekanntesten, berühmtesten und, ja, wie soll man sagen, erfolgreichsten Familien. Das ist übrigens der, um den es hier geht. Das ist ein sehr altes Bild, nicht nur, weil es schwarz-weiß ist. Ne? So, und darum geht es jetzt hier. Es geht jetzt hier um die Hintergründe von John F. Kennedy, weil das ist ja so mit die berühmteste Verschwörung überhaupt. Aber bevor wir da wieder hinkommen, möchte ich gerne mal etwas klarstellen. Wir haben nämlich in einer der letzten Sendungen jemanden benannt. Und wenn wir Sachen zitieren, zitieren wir die, weil wir das gut finden, dass wir auch mal andere Menschen zitieren, die ein entsprechend interessantes Zitat oder eine Meinung wiedergeben. Das heißt aber nicht, dass wir hinter diesen Personen stehen. Aktuellstes Beispiel ist er hier. Der Herr Noam Chomsky hat ja tatsächlich jetzt hier ein paar Sachen losgelassen und hat also da seine Meinung als Wahrheit kundgetan sozusagen und hat jetzt hier über die aktuelle Situation gesprochen und hat gesagt, nee, also die Leute, die sich nicht der Spritze unterwerfen, die müssen isoliert werden von der Gesellschaft. Und das hat er nicht nur gesagt, sondern das hat er auch dann gesendet oder senden lassen sozusagen. Und auch diese angeblich unabhängige Zeitschrift namens Independent hier, CoUK, das ist für das Vereinigte Königreich, also nach außen eine Demokratie, aber trotzdem Königreich. Ne? Sollte man auch mal irgendwie mal so mal überlegen, was das jetzt wieder bedeutet. Denn wenn man sich jetzt in dieser Agenda auf so eine Seite schlägt und anderen Menschen Restriktionen anbietet, dann hat man natürlich auch einen entsprechenden Mindset, eine entsprechende Geisteshaltung. Und die würde ich in zwei Bibelversen, wenn wir ja schon biblisch anfangen in der Sendung, mal eben benennen. Was eben alle Menschen, die irgendwelche anderen Menschen als ausgrenzen,
sinnvoll betrachten und sich vor anderen Menschen fürchten, einfach mal auf den Weg geben möchte. In dem Beispiel von dem Herrn Noam Chomsky, von dem einige sagen, dass der kontrollierte Opposition ist. Denn dieser Mensch hatte einen ganz, ganz hohen weltlichen Grad. Der war nämlich Professor gewesen. Und der hat jetzt hier, nachdem er viele interessante und richtige Sachen gesagt hat, sich jetzt mal so richtig geoutet. Er hätte ja auch seine Meinung für sich behalten können. Aber er möchte ja Menschen mit seiner Position, die er jetzt in dieser Welt einnimmt, als Linguistikprofessor, als ehemaliger Linguistikprofessor, ja in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Der ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, zwar 92, aber Influencer. Also er beeinflusst die Leute ja. Und es gibt nicht wenige, die über ihn sagen, dass er nicht nur kontrollierte Opposition, sondern auch ein jesuitisches Werkzeug ist. Warum? Weil er in seiner Biografie des Öfteren ganz, ganz viel mit Jesuiten zu tun hatte. So viel mal eben dazu. Und das ist natürlich nicht ganz unrichtig, aber wir gehen jetzt hier nicht in diese Menschen rein, weil wenn wir Menschen zitieren, dann können wir immer nur einen Ausschnitt der Wahrheit tatsächlich zitieren. Wenn wir die Bibel zitieren, dann zitieren wir die einzig verlässliche Quelle, die wir haben, denn das ist das inspirierte Wort Gottes. Deswegen heißt auch die Bibel nicht umsonst die Heilige Schrift. Die ist zwar von Menschen übersetzt worden und zusammengefasst worden, aber das sind eben die Worte Gottes, beziehungsweise in dem Moment, wo wir jetzt hier gleich in die Kapitel reingehen, Matthäus und Lukas, eben die Worte Jesus Christus. Und Jesus Christus ist nicht, wie die meisten Verschwörungstheoretiker meinen, irgendwie ein Prophet, ein Weltlehrer, habe ich heute gelesen, sondern der Sohn Gottes. Jeder, der etwas anderes sagt, ist im antichristlichen Geist unterwegs. Das heißt, der betet letzten Endes nicht Jesus Christus an als Sohn Gottes, sondern, tja, jemand anderes oder im schlimmsten Falle sich selber. Deswegen habe ich jetzt hier meine Warnung. Alle Zitate, die in allen Lesungen von uns, egal welche Agenda, egal welches Thema, die wir von Menschen aus hier beitragen und die jetzt hier gezeigt werden, müssen im Endeffekt fehlerbehaftet sein. Erstens können wir nicht jedes Zitat nachprüfen. Zweitens ist es so, dass Menschen auch ihre Meinung ändern und von einem Menschen wirst du nie die absolute Wahrheit hören, sondern immer nur seinen relativen Standpunkt. Das ist auch der Trick dabei. Das heißt, auch wir versuchen uns hier der Wahrheit anzunähern, indem wir die Wahrheit eben mit der Bibel vergleichen. Und das ist, was die Bibel sagt, dass wir eben vorsichtig sein sollen vor irgendwelchen Menschen, die uns versuchen, die Wahrheit näher zu bringen. Und das sind natürlich dann auch Propheten. In dem Moment sind natürlich auch Influencer-Propheten. Beispielsweise, wenn Menschen sagen, da kommt irgendetwas ganz Schlimmes auf euch zu, ihr müsst alle Angst haben, ihr müsst euch alle wappnen und so weiter und so fort. Menschen, die Angst machen und Angst verbreiten, arbeiten immer für die negative Seite. Und Menschen, die vor anderen Menschen warnen und sagen, da stellt irgendjemand eine Gefahr dar, der liebt seinen Nächsten eben nicht entsprechend christlich. Deswegen habe ich mir jetzt diese zwei Verse hier rausgesucht, Matthäus 7 und Lukas 10. Und wer könnte das besser vortragen als derjenige, der jetzt gerade schon in den Startlöchern sitzt, der Jörg? Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Der sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Es geht sich hier um die Aussage von Jesus Christus. Jesus Christus sagt, wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben, wie man sich selber liebt. Das Problem ist, dass andere Menschen dieses Problem oder diese Herangehensweise, dieses Gebot überhaupt nicht haben, weil die sich selber überhaupt nicht lieben. Und weil die auch Gott gar nicht lieben. Die lieben dann einen anderen Gott, die lieben dann den Mammon, die lieben dann Vergnügen, die lieben dann Unzucht, die lieben dann Geld, die lieben dann alles Mögliche. Oder die lieben die Lüge. Wie sagt man so schön? Sie sind sich selbst der Nächste. Oder so, ja. Und deswegen wollte ich diesen Vers einfach mal sagen, also Christen sind eigentlich barmherzige Samariter. Die würden auch jemandem helfen, der blutet. Die würden auch jemandem helfen, der eine schwere Krankheit hat. Da würde niemand auf die Idee kommen und sagen, oh, du gehst mal besser weg, ja, du hast eine schwere Erkältung und nachher steckst du mich an.
Ist das christlich? Jemanden wegzuschicken und jemanden zu sagen, guck, wie du selber klarkommst? Denn ich, derjenige, der den anderen wegstößt, so einige von denen möchten nämlich gerne ewig leben. Und ich hätte jetzt noch einen Vers hier einfügen können, wo Jesus Christus sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück. Aber wir sollten wirklich auch Menschen lieben und lieb haben und pflegen, die krank sind und nicht uns von denen ausgrenzen und abgrenzen. Was ist das denn für eine Welt? Kann ich nochmal auf den Noam Chomsky zurückkommen? Ja, klar. Du hattest den jetzt als Beispiel angeführt, weil wir den ja letzte Woche zitiert hatten. Der hat ja einige Dinge gesagt, die gar nicht so dumm sind und die Sinn machen. Deswegen haben wir ihn ja auch zitiert. Jetzt haben wir aber zu bedenken gegeben von, guck mal, das ist jemand, der wahrscheinlich Jesuiten geschult ist, Assoziationen mit Jesuiten hat und wahrscheinlich sogar kontrollierte Opposition ist. Da ist Noam Chomsky aber nur einer von vielen. Man zitiert auch öfter Voltaire zum Beispiel, von dem man auch weiß, dass er ein Jesuit war. Man zitiert auch oftmals Hegel, unter anderem mit seiner hegelschen Dialektik und anderen Dingen. Wir zitieren zum Beispiel auch Adam Weishaupt, den Gründer der sogenannten Illuminaten, also der Organisation, in der sich die Jesuiten versteckten, als sie so gesagt verboten wurden. Der sagte, närrischer Mensch, was kann man dir nicht alles weismachen? Ne? Und solche Sprüche, das ist ja nicht, weil die Leute von dem Bösen geschult werden, dass sie hier und da mal Dinge sagen, die einem wirklich ehrlichen Menschen, soweit der Ehrlichkeit in einem Menschen ist, weil ich hatte ja gerade gesagt, die Bibel sagt ganz klar, es gibt nicht einen einzigen, der rechtschaffen ist, kein Nein. Aber wenn man halt so christlich ist und denkt, dann gibt es natürlich auch mal Leute von der Gegenseite, die hier und da Dinge sagen, wo man, selbst wenn man drüber nachdenkt, sagt, da hat er recht. Und das ist mit dem Noam Chomsky auch. Aber was wir, du und ich und auch die Zuschauer dieses Videos hoffentlich nicht machen, ist deswegen solche Leute auf ein Podest heben, ja, on a pedestal und sagen, oh, guck mal, was der hier gesagt hat, guck mal wie. Und wo man auch immer vorsichtig sein muss, das ist mit, im Englischen heißt es Flattery, was ist das im Deutschen? Ich kenn da immer nur das Fiese für in den Hintern kriechen. Nach dem Motto, also jemanden über den Klee loben. Süßholzraspeln gibt es da. Süßholzraspeln, ja. Und das ist genau das, was hier in Lukas 10 vorkommt. Ein Gesetzesgelehrter traf auf, versuchte ihn und sagte, Meister, was muss ich tun, um das Leben zu erben? Er sagt Meister hier nicht aus Ehrerbietung für Jesus Christus. Er sagt Meister hier von, du weißt doch sowieso alles. Also sag mir doch, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Ja? Spötterisch. Ja? So ist die Bibel. Ja? Genau, die Bibel lässt sich auf viele verschiedene Dinge lesen und man muss eben auch verstehen, manchmal werden da Dinge gesagt, die stehen da nicht, die muss man halt, ja, ich will nicht sagen, da reininterpretieren, aber die muss man da rauslesen können. Und das ist genau der Grund, warum er das hier zu Jesus Christus auf die Art und Weise sagt. Das ist heuchlerisch, das ist hinterrücks und das sind Attitüden, die wir heutzutage den Jesuiten zuschreiben. Und trotzdem gibt es unter den Menschen, die Sprüche klopfen, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel der Noam Chomsky, wo wir ja letzte Woche drüber gesprochen hatten, die, auch wenn man drüber nachdenkt, Sinn machen und sagen, hat er nicht Unrecht. Mhm. Ja, aber ich wollte halt, wie gesagt, auf die Ebene hinaus, dass selbst wenn wir Zitate bringen, eben genau wie du sagst, eben diese Menschen nicht huldigen oder als irgendwie Vorbilder sehen oder wie auch immer. Die können sich alle irren, aber der Mindset, die Einstellung von diesen Menschen, die sehen wir dann an solchen Zitaten, wie ich die eben jetzt benannt habe von Noam Chomsky aus der letzten Woche. Und deswegen wollte ich das, bevor Menschen wirklich denken, oh, die haben in einer Folge den Noam Chomsky sogar auf dem Titelbild gezeigt. Liebe Leute, wirklich, ist nur ein Zitat. Es geht nur um dieses Zitat, es geht nicht um den Menschen. Wir können den Menschen sowieso nicht beurteilen. Man kann das ganz deutlich abkürzen, Michael. Matthäus 7, Vers 16, da steht es ganz klar geschrieben. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Messt den Noam Chomsky an ihren Früchten, an seinen Früchten und ihr wisst, was er für ein Mensch ist. So einfach ist das. Ja. Das muss man überall zupassen. Und deswegen sage ich eben, man muss die Leute nicht auf den Podest heben oder was auch immer, auch wenn sie hier und da mal Dinge sagen, die Sinn machen, die wahr sind oder die wahr scheinen, dann ist das prima. Aber ob der Mensch selber auch so ist, das erkennt man an seinen Früchten. Genau. Und Noam Chomskys Früchte möchte ich nicht essen.
John F. Kennedy in der Mitte mit all seinen Lieben um sich herum. Fällt uns was auf dem Bild? Ist keine Werbung für Zahnpasta, sieht aber so aus. Das ist kein normales Bild. Es ist kein normales Bild, weil es nicht irgendwie so geschaffen worden ist, dass eine normale Situation darstellt. So ein Bild, wo alle auf dem Bild lachen und sich auf den John F. Kennedy fokussieren, so ein Bild gibt es in der Realität, sage ich es einfach mal, nicht. Und auch wenn jetzt hier eventuell ist das Ted, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber so ein Bild ist gestellt. Das ist Publicity. Das ist Werbung. Das hat nichts mit einem normalen Bild zu tun, wo man sagt, guck mal hier, das zeigt die Familie jetzt ganz zwanglos. Das ist gestellt. Und das ist genau das, worum es geht in der Geschichte mit John F. Kennedy. Hier passiert nichts zufällig in dieser Welt. Vor allem nicht politisch. Wenn es etwas passiert, glaube ich, das war Roosevelt, der das gesagt hat, war es auch von Anfang an so geplant. Also das ist kein zufälliges Bild hier. Das ist so in Szene gestellt. Das ist Publicity. Darum geht es hier, dass dieser Mensch, der jetzt hier fokussiert in der Mitte steht, hervorgehoben ist. Der ist auch der Größte hier. Alle anderen sind entweder sitzend oder sind kleiner als er oder stehen dahinter. Also er ist derjenige hier, um den es sich dreht. John F. Kennedy. Und wenn jetzt hier der Alex Christensen von dem deutschen Musikprojekt aus den 90ern, U96, der diese Musik gemacht hat oder vertont hat von Klaus Doldinger, Das Board, geschrieben hat, ich möchte gern ein Kennedy sein, dann glaube ich, damit wollt ihr nicht tauschen. Das ist jetzt hier nicht nur ein Periskop aus dem U-Boot, sondern das sieht natürlich auch aus wie eine Zielscheibe. Und genau die war der Herr Kennedy. Und warum er die war, das müssen wir uns in Ruhe mal angucken. Die Serie oder die Folge heißt ja nicht umsonst Familienbande. Die Etymologie online sagt mir bei Kennedy, es ist ein irischer Vorname, der eben jetzt hier von dem altirischen Kineide kommt und das heißt hässlicher Kopf oder hässliches Antlitz. Und warum habe ich jetzt genau den Freddy genommen? Krüger heißt er, also in der Folge. Weil der auch ein relativ hässliches Gesicht hat, würde ich mal sagen, oder? Sowohl jetzt hier als Figürchen oder als Maske, als auch auf dem Kinoplakat, das da heißt Ein Albtraum auf der Elmstraße oder andersrum gesagt auf der Ulmenstraße eigentlich, hier im Teil 3. Warum habe ich den jetzt genommen? Weil sich in Nightmare on Elm Street ganz vehement auf Kennedy bezieht. Wie, glaubt ihr nicht? Glaubt ihr doch. Denn der Kennedy ist auf der Elm Street umgebracht worden. Und wenn Kennedy hässlicher Kopf heißt und ein hässlicher Kopf die Hauptperson ist in dem Videofilm und Kinofilm, eine ganze Folge ist das ja von Filmen, A Nightmare on Elm Street, frage ich mich, ob das Zufall ist. Das ist die Elm Street. Das ist zumindest die Aussicht, die der Herr Kennedy hatte, in dem Moment, wo er ungefähr umgebracht worden ist. Also wir sind auf der Elm Street in Dallas, in Texas, in den Vereinigten Staaten, auf diesem Bild. Das ist die Elm Street. Und da passiert ein Albtraum. Nicht nur für den Herrn Kennedy, der da tödlich getroffen wurde, sondern natürlich auch für eine ganze Menge Amerikaner, seine Familie, seine Freunde und so weiter. Und natürlich, wenn man auch so will, für die amerikanische Politik oder für die Weltpolitik eigentlich, weil sich ab da einiges gedreht hat. Also, Elm Street, Kennedy, hässlicher Kopf, finde ich ein bisschen zu viel Zufall. Ich glaube, dass da einige Menschen mitspielen mit dem Kennedy und dass viele Menschen, die solche Filme beispielsweise sehen, überhaupt keinen blassen Schimmer haben, welche Reminiszenz diese Filme haben. Machen wir mal weiter. Der Herr Stephen King zum Beispiel hat einen Roman geschrieben, der heißt Der Anschlag. Und da ist genau auf diesem Frontbild hier die Münze drauf eines unter Umständen amerikanischen Präsidenten mit der Jahreszahl 1963 drauf und mit einer fehlenden Ecke, was so aussieht wie ein Gewehr- oder Pistolenschuss. Das ist ein Einschlag hier. Stephen King, Der Anschlag. Worum geht's? Geht um die Elm Street. Schon wieder. Der nächste Albtraum. Die Elm Street ist ein Schauplatz aus Stephen Kings Roman Der Anschlag. Die Straße erlangt am 22. November 1963 traurige Berühmtheit, als John F. Kennedy hier von Lee Harvey Oswald erschossen wird.
Ich habe meine absoluten Gründe, warum ich einiges in Rot und einiges in Grün schreibe. In Rot heißt immer, ist besonders wichtig, zumindest meiner Meinung nach. Ihr könnt gerne eine andere haben. Und Grün heißt immer, das zweifle ich an oder das ist absoluter Unfug. Also lesen wir diese Zeile vielleicht nochmal. Die Straße erlangt am 22. November 1963 traurige Berühmtheit, als John F. Kennedy hier erschossen wird. Denn von wem der erschossen wird, das ist bis heute so ein bisschen zweifelhaft. Aber viel interessanter ist, warum der erschossen wird. Und warum er genau da erschossen wird und genau an diesem Tag erschossen wird und überhaupt. Und hier ist es jetzt beispielsweise auch sehr, sehr elegant von dem Herrn Stephen King, ein relativ bekanntes historisches Ereignis, als Hintergrund für seinen Roman zu nehmen. Dann verkauft sich der unter Umständen alleine schon besser, weil irgendetwas da drin stehen könnte, was irgendjemand interessieren würde, der in irgendeiner Art und Weise was mit dem John F. Kennedy oder mit Geschichte zu tun hat. Viele Verschwörungstheorien, geht schon wieder los, ranken sich um den Anschlag. Ja, das ist wahr. Manche so und manche ganz andere so. Ja, und dieser Jake Epping ist ein Charakter aus diesem Roman und er ist der Ich-Erzähler. Also der ist aus der Ich-Perspektive geschrieben worden, dieser Roman, der natürlich fiktiv ist, der mit Hilfe eines mysteriösen Portals, also beispielsweise so eine Geschichte wie Stargate, in das Jahr 1958 reist, also 5 Jahre vor dem Anschlag, um auf lange Sicht gedacht im Jahre 1963 das Attentat auf John F. Kennedy zu vereiteln. Nein, ich mache jetzt hier keine Lesung über irgendwelchen Roman. Ich möchte auch da jetzt überhaupt weder über den Herrn Stephen King, liegt mir absolut fern, keine Werbung für machen. Ich möchte nur die Parallelität der ganzen Geschichten jetzt hier mal aufzeigen. Gut. Also, dieser Knabe hier, der ist ein versuchter Schriftsteller, also möglicherweise sieht sich da auch in dieser Rolle der Herr Stephen King so ein bisschen. Und der möchte eben dann den 22. November nochmal umändern, um eben dann diese ganze Geschichte dann zu verändern, was natürlich Unfug ist. Aber mit Fug und Recht kann ich dann sagen, hier, ich habe diesen Roman nicht gelesen, es interessiert mich auch eigentlich nicht. Ich will nur mal sagen, dass es eine ganze Menge Reminiszenzen gibt an den Tag des 22. November 1963, Elm Street, auf dem Sektor der Medien, Romane, Schauspielerei, Film, Fernsehen und so weiter und so fort. Geht mal weiter. Der Stephen King macht auch sehr interessante Romane, die dann irgendwie so ein bisschen einen komischen Beigeschmack haben. Beispielsweise in The Stand, das letzte Gefecht, wo es da um einen sogenannten Virus geht, was natürlich völlige Fiktion ist. Ich lasse den Satz jetzt mal so stehen und jeder kann ihn jetzt so interpretieren, wie er den gerne möchte. Wir sind in diesen Roman, glaube ich, schon eingegangen in einer Lesung von Christopher Lee oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist ein Roman, der, glaube ich, 1978 oder so weit rausgekommen ist und der dem Herrn Stephen King in neuester Zeit etwas Kopfschmerzen bereitet hat, weil dann immer wieder Parallelität zu den Ereignissen von 2020 etc. aufgewühlt hat. Gut. Aber jetzt nochmal weiter oder wieder mal die Rolle zurück zu dem Herrn Kennedy, wo eben Kennedy heißt, irisch hässlicher Kopf. Oder heißt was anderes noch? Hier aus dem Translator, aus dem Übersetzer, kann es heißen, ein hässliches Antlitz. Ein hässliches Gesicht. Auf jeden Fall hässlich. Also auf jeden Fall nichts, womit man jetzt erstmal den John F. Kennedy in irgendeiner Art und Weise jetzt hier mit in Verbindung bringen würde, oder? Aber irgendwo muss der Name ja mehr kommen. Also irgendjemand aus irgendeinem Geschlecht, von irgendeinem, der aus Irland kommt, so wie die Kennedy-Familie, die müssen mal irgendjemanden da gehabt haben, der also fürchterlich ausgesehen hat. Ich sage jetzt ja nicht, dass das die Familie von dem Herrn Kennedy ist, aber irgendwo muss der Name ja mal seinen Ursprung haben. Okay? Ja, kann auch Nährboden heißen. Interessant. Ne? As a result, speculation rears its ugly head. Folglich entsteht ein Nährboden für Spekulation. Bah. Also auf jeden Fall ist es nicht unbedingt positiv. Aber ist noch lange nicht alles. Wenn hier übrigens mal nur zur Erklärung eine Ziffer steht oder ein Buchstabe steht, also beispielsweise ein A oder so, hat das keine ganz, ganz besondere Bedeutung, außer die, dass ich einen Platzhalter brauche, um gewisse Fotos an dieser Stelle reinzukleben, bevor jemand meint, das ist eine Geheimsprache. Nein, das hat mit der Formatierung der Seite zu tun. Also, ne, muss ja mit alles gefasst sein. So, würdet ihr hier jetzt sagen, das ist ein hässlicher Kopf oder hässlicher Kerl? Nö, ne? Also würde man jetzt die Frauen fragen, weil wir haben ja nur keine Ahnung von Schön und so als Männer, würde man ja nicht sagen, dass der jetzt besonders hässlich gewesen wäre oder so. Also auch viele Frauen zu der damaligen Zeit hatten eine durchaus andere Meinung. Allerdings macht auch Macht und Reichtum und Einfluss auch wiederum schön. Also um ihn geht es natürlich jetzt hier, den John F. Kennedy, der auch privat Jack genannt wurde, was auch der Grund ist im Übrigen für seine Gemahlin namens Jacqueline, die dann Jackie zu nennen, was die angeblich total gehasst hat, weil Jackie ist ja nur irgendwie das Anhängsel von Jack, ne? Also Jack mit I. Okay. Also, der Herr John F. Kennedy war der 35. Präsident der Vereinigten Staaten,
Und der wurde dann Jack genannt, aber meistens nur bei seinen Initialen JFK. In amerikanischem Englisch heißt das JFK. Weswegen auch heutzutage beispielsweise einen JFK Airport gibt, also einen Flughafen mit G. Ja, der hat nämlich dann seine Initialien, was dann einen sehr, sehr komischen Geschmack hat, wenn dann ausgerechnet auf diesem Flughafen der Papst landet. Aber das ist eine andere Geschichte, die kommt viel, viel später. Also, der Mann heißt John F. Kennedy. Meisten kennen ihn nur unter JFK oder unter F. Punkt. Aber der Mann hat ja noch einen Namen. Und der heißt das Fitzgerald. Ne? Also nicht Fitzcarraldo für die Leute, die vielleicht irgendwie jetzt hier so ein bisschen schwanger gehen mit dem ganz, ganz fürchterlichen Schauspieler, dem Herrn Kinski, sondern John Fitzgerald Kennedy. Der war nämlich von 61 bis 63 der Präsident der Vereinigten Staaten. Also nach außen hin der mächtigste Mann der Welt. Nach außen hin. Ne? Aber was heißt denn jetzt hier Fitzgerald? Fitzgerald kommt aus dem hiberno-normannischen, kamro-normannischen, anglo-normannischen und so weiter und ist also dann hier ein Patronym, ein Vorsatz. Fritz kommt aus dem lateinischen Filius und meint den Sohn von. Also Fitzgerald. Also Fitzgerald, also der Sohn von dem Gerald. Aus Irland und Britannien. Wo kommt die Familie Kennedy her? Aus Irland mit einem R. Interessantes Wappen auch, ne? Irgendetwas mit Kreuz zu tun hier. Ne? Nicht, dass man jetzt an Kreuzritter denken würde oder so. Nein. Die Wikipedia sagt mir, bei Fitzgerald Dynasty ist eine kambro-normannische und so weiter, eine Adelsdynastie. Oh, interessant. Hat man nicht mal gesagt, dass irgendwie der Kennedy so der König ist, der geopfert werden soll auf dem Schachbrett? Eine Adelsdynastie. Naja, vielleicht hat man jetzt ja nur gedacht, der würde irgendwie mal König werden oder der kommt dann tatsächlich aus einer Adelsdynastie. Aber er war ja der Einzige, der da halt diesen Namen trug, ne? Fitzgerald in der Kennedy-Familie, zumindest soweit mir bekannt. Darf ich da mal So, kurz unterbrechen? bitte. Zu dem Adel, da gibt es ja diese Dokumentation von diesem Siebentags-Adventisten Walter Veit über die super gebeamten, was weiß ich, Dinge da, Teleportablen wo er, Prinzen, ja. ja genau, ich kriege diesen Titel nie auf die Reihe, Ja. wo er ja deutlich feststellt, dass jeder amerikanische Präsident bis zu dem Zeitpunkt, wo er seine Dokumentation gemacht hat, Verbindungen hat, und zwar also Familienverbindungen, genetische Verbindungen zu einem europäischen Königshaus. Von daher dürfte uns das ja nicht wundern, dass hier der Kennedy-Adel nicht abstammt. Könige sind ja meistens in unserem Verständnis zwischen Anführungszeichen Adel, und das sind sie im Grunde alle. Bei dem einen ist das mehr oder weniger versteckt, und er hatte dann ja auch dieses Chart da aufgemacht, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, dieses Bild da, wo er die ganzen Verzwickungen von Ja, George ja, W. Bush ja, gezeigt hat, ja, ja. inklusive Madonna und solche Sachen. Du weißt, was ich meine, ja? Also ich mache keine Reklame, ganz sicher nicht, für Walter Veit, ganz bedauernswerter Mensch in Wir den Augen machen überhaupt Gottes. keine Reklame für irgendeinen Menschen. Nee, und auch ganz sicher nicht für die Sieben-Tags-Adventisten. Jeder ist sehr betrogen, der in dieser Sekte drin ist. Und studiert erstmal das Wort Sekte, bevor ihr sagt, von was sagt der Jörg denn da? Aber die Dokumentation, die er da über diese teleportablen Prinzen gebracht hat, ist schon sehr interessant, sich anzuschauen, und gibt natürlich dann auch wieder eine Bestätigung von dem, was du hier untersucht hast, eben, dass er aus einer Adelsdynastie kommt. Das wollte ich nochmal eben Das so sagt anführen. jetzt nur der Name aus. Es kommt aber doch gleich ein ganz valider Punkt dazu. Das ist jetzt hier aus dem Englisch übersetzt. Ne? Es gibt diesen Artikel nicht in Deutsch auf der deutschen Wikipedia. Den findet ihr da nicht. Ihr findet ihn nur in Englisch und das ist die 1 zu 1 Übersetzung von Google. Ja, also die Colleagues of Ireland, ja, oder Peerage of Ireland hier, seit dem 13. Jahrhundert, also 1200 und sind in den beschriebenen Annalen der vier Meister im Originalen, eben dann mittlerweile irischer als die Iren selbst und so weiter. Gar beschrieben. Ne? Das sind die Annalen der vier Meister. Da kann man sich ja auch schon wieder einiges dazu bedenken. Ne? Das ist natürlich jetzt hier ein Mythos. Ne? Die umfangreichste mittelalterliche Chronik Irlands, die wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts von Michael O'Clery und weiteren Bearbeitern aus mehreren Quellen zusammengetragen, die im Original nicht erhalten geblieben sind. Also zu Deutsch, ne? Die Originalität ist hier anzuzweifeln. Das ist alles zusammengemixt.
Okay. Der Text in irischer Sprache beginnt mit der Sintflut und erstreckt sich bis in das Jahr 1616. Die Geschehnisse über Christi Geburt werden in Weltjahren, also AM, also Anno Mundi anscheinend, ab der Erschaffung der Welt mit der Epoche 5200 vor Christus gezählt und so weiter und so weiter. Die Sintflut wird auf das Jahre 2242 und so weiter und so weiter. Das Jahr der Welt, die Erschaffung der Welt. Ne? Also hier geht sich von Kreationismus, aber es geht sich jetzt hier um eine ganz wilde mythische Nummer hier. Die Dynastie wurde auch als die der Geraldinen bezeichnet. Sie erlangten die Macht durch die Eroberung großer Teile des irischen Territoriums durch die Söhne und Enkel von Gerald of Windsor. Ach, Windsor, da war doch mal was mit der englischen Königsfamilie, hä? Ja, Fitz ist eben genau im anglo-normannischen Filz die Söhne von Gerald. Also erstmal nur Fitzgerald, die Söhne von Gerald. Also eventuell wollte man den Herrn Kennedy, den John F. auch irgendwie schon, hatte man dann schon vielleicht schon von Anfang an seit der Geburt. Den Namen hat er ja nicht plötzlich mal gekriegt, sondern ne, von vorne an schon gehabt. Also vielleicht dann schon so als König auserkoren. Ne? Obwohl, ja, ich ja Wenn wir weiß. jetzt, Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen, wenn wir jetzt schon bei den Sprachen sind, wenn du sagst, hier Dynastie, Fitz von den anglo-normannischen Fils, die Söhne von Gerald bedeuten, das Wort Fils ist ja im Französischen Fils, Söhne. Das ist ja heute immer noch so. Also es ist nicht nur anglo-germanisch, sondern auch lateinisch. Ne? Weil Französisch ist ja eine Romanischen. lateinische Sprache, ne? Oder Romanische. romanische Romanische Sprache. Sprache, romanische Romanische Sprache, Sprache, ja, genau. das wollte ich sagen. Ne? Genau. Ja, also Fils, dann muss man mal sehen. Und das ist ja interessant, dass es da eine Überdeckung gibt, ne? Zwischen anglo-normannisch oder anglo-germanisch und eben auch diesen lateinischen Ja, Sprachen frag mal den Brett, ne? oder romanischen. Ne? Frag mal den Brett, der kennt sich damit aus mit den normannischen Sachen. Genau. Ja. Ja. Also es hat ja auch mit dem walisischen Königshaus durchaus zu tun. Ich möchte das jetzt ein bisschen abkürzen. Der Clan beansprucht Verwandtschaft mit den Tudorsen, von derselben walisischen Königslinie abstammten. Folglich sind die Fitzmaurices und Fitzgeralds durch, das ist jetzt hier blöd übersetzt, ne, durch Google und so weiter, von ihrer Abstammung und ihrer walisischen Familie Cousins der Tudors. Aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Wichtig ist, das sind alles Geschlecht, ne? Das reicht erstmal. Weil jetzt kommt hier nur noch unglaublich viel. Unglaublich viel. An Geschichte und an Daten, die jetzt gar nicht so interessant sind für uns. Etymologie. Fitz bedeutet Sohn, Fitzgerald also der Sohn des Gerald. Gerald selber ist eine germanische Verbindung von Speer und Herrschaft. Also hier haben wir in dem Wort schon den Herrschaftsanspruch mit drin. Fitzgerald. Ne? Gerald, der Speer der Herrschaft sozusagen. Oder der herrschende Speer. Okay? Also, ne? Von den Söhnen vom Gerald. Die den Speer beherrschen oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind das dann keine friedliebenden Menschen. Die haben auf jeden Fall schon mal einen Anspruch. Invasion Irland 1169, von wem kann man sich auch denken? Aber wie gesagt, das ist alles Wikipedia, kann man selber nachlesen. Ansonsten schaffe ich da nie mein Pensum heute, wenn ich das jetzt hier alles durchgehe. Das ist Abzeichen beispielsweise der USS Fitzgerald. Was ein USS Fitzgerald? Na, das ist USS Fitzgerald. Interessant, ne? Ein Boot, was genannt wurde nach dem Navy-Offizier Leutnant William Charles Fitzgerald. Interessant. Allerdings, muss ich dazu sagen, nachdem der Herr Kennedy umgebracht worden ist, ne? Das ist ein bisschen jüngerer, dieses Boot. Aber nur mal als Beispiel. Also Fitzgerald ist angeblich auch der 36 häufigste Nachname in Irland. Also er ist nicht so selten. Er ist auf jeden Fall öfter da als hier bei uns oder halt in den USA. Aber wir kommen noch auf eine ganz andere Herangehensweise über diesen Namen. Irische Königsfamilien. Deswegen habe ich die Frage gestellt, die ich schon längst, längst, längst früher gestellt habe. Das funktioniert jetzt hier nicht. Wer formte denn JFK? Und ihr denkt jetzt, Moment, der wollte uns doch noch irgendetwas erzählen über den Fitzgerald. Ja, kommt gleich, kommt gleich. Aber wenn ich das jetzt chronologisch mache, dann sehen wir den Zusammenhang, glaube ich, nicht so gut, als wenn ich das jetzt hier mache. Übrigens, Wikipedia ist kontrolliert, ne? Wollte ich nur mal so zu sagen. Ne? Hier gibt es also Administratoren und Rechte und so weiter und so fort. Da kann nicht jeder schreiben irgendetwas. Ne? Die Wahrheit interessiert da jetzt auch erstmal nicht. Es geht sich jetzt hier um Abwägen, würde jetzt unser Bundesgesundheitsminister sagen. Wer formte JFK? Spartacus-Educational.com. Spartacus, ne? Hat das irgendetwas mit römisch und so Sklaven zu tun? Interessant. Also, Patrick J. Kennedy. Den kennt ihr nicht, glaube ich nicht. Also nur die Menschen, die Kennedy toll finden, würden den kennen. Das ist der Sohn von irischen Immigranten, der ist in Boston geboren am 14. Januar 1858.
Sein Vater wiederum, Patrick Kennedy, ist mit Cholera gestorben, 10 Monate nachdem er dann geboren worden ist und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also es geht sich hier um irische Immigranten in die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist der Ursprung der Familie Kennedy, wenn man uns jetzt auf die Familie Kennedy von John F. einschießen. Ne? Dieser Kennedy, also wir reden jetzt hier gerade über Patrick Joseph Kennedy, 1858. Der hat eben die römisch-katholische Kirche, die Schwestern von unserer Frau, also von Maria eigentlich, benutzt oder besucht sozusagen und hat dann eben in den Werften der East Boston und so weiter, hat er da Arbeit gefunden, hat er sich Geld geliehen von seiner Mutter und so weiter, hat dann einen Saloon betrieben in einer armen Gegend in Boston, also es geht sich jetzt hier um Wein, Weib, Gesang. Und so weiter. Der war ein Abstinenzler, aber das war also ein der tolle Erfolg und dann konnte er einen zweiten Salon oder eine Gastwirtschaft vielleicht aufmachen. Dann hat er sein eigenes Wein- und Spirituosen-Importgeschäft aufgemacht mit dem Namen P.J. Kennedy und Company. Dann hat er geheiratet, was man so macht, und dann hat er nicht nur geheiratet, sondern auch die Tochter eines vermögenden und erfolgreichen Geschäftsmannes. Geschäftsmann ist immer so eine Geschichte, kann alles sein und so weiter. Und als Mitglied der Demokratischen Partei, oh, das ist dieselbe Partei, wo der John F. Kennedy drin war, wurde er dann gewählt in den Massachusetts Senat im Jahre 1892. Also wir wissen jetzt schon, dass der Kennedy aus einer Politikerfamilie irischer Einwanderer kommt. Okay? Zusammen mit dem John Francis Fitzgerald wurde der Kennedy die absolut wichtigste politische Figur in Boston. Jetzt klingelt's natürlich, ne? Wir reden jetzt hier über die Geschichte 1892 plus. Das war weit, weit, weit vor der Geburt von John F. Kennedy. Ne? Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wo der Herr Kennedy oder John F. jetzt seinen Mittelnamen her hat. Einmal aus dem irischen Adelsgeschlecht und zum zweiten Mal hier aufgrund einer Sympathie, die der Herr Kennedy Senior da hatte aus der Geschichte der politischen Verbindung in der Demokratischen Partei in Massachusetts. Der John F. Kennedy, der spätere Präsident, war übrigens Gouverneur von Massachusetts. Also wir sind da immer im selben Fahrwasser jetzt. 1914 hat Patrick Kennedys Sohn, Joseph Patrick Kennedy, jetzt muss man echt aufpassen hier, ja, hat eben dann die Rose Fitzgerald geheiratet. Guck mal. Ja. Und die Eltern von John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy und Edward Kennedy, oder den hat man, glaube ich, immer Ted genannt, ne? T-E-D. So. Und dieser Patrick Joseph Kennedy, also wenn man so will, jetzt hier der Urgroßvater von John Kennedy, der hat jetzt hier das Zeitliche gesegnet, im wahrsten Sinne des Wortes, 1929. Also wir halten fest, John Francis Fitzgerald kommt aus der Politik und die ganze Familie Kennedy ist in der Politik, beziehungsweise hat den Hintergrund der Demokratischen Partei in Kennedy und hat den Hintergrund, dass man von der Familienseite, väterlicherseits eben da eine Gastwirtschaft oder eine Schenke, würde man sagen, dann eben da jetzt gemacht hat. So, jetzt gehen wir rein in den John F. Fitzgerald. John Francis. Bevor du das machst, muss ich noch mal ganz kurz was einwerfen. Ja. Wir sprechen ja hier davon, dass die Kennedys, also eine irische Einwandererfamilie war, die genau. 1858, wenn ich richtig jetzt behalten habe, eingewandert sind. Nein, der ist geboren 1858. Weil er eingewandert ist, weiß ich nicht. Ja, ja, gut, er wird aber irgendwann in der Zeit gewesen sein, weil er ist ja dann in Amerika, ist er dann ja groß geworden. Also es muss wohl irgendwo spätestens in den 1860er Jahren gewesen sein, gehen wir mal von aus. Ne? Spätestens 1850er Jahren vielleicht sogar, aber wie gesagt. Steht doch, er wurde geboren am 14. Januar 1858. Genau, also, da waren sie ja schon eingewandert. Gut, die sind also irgendwann im 19. Jahrhundert, lass uns mal sagen, eingewandert, weil man würde ja von Einwanderern nicht sprechen, wenn die schon 200 Jahre da sind. Gehe ich mal jetzt von aus. Wenn das denn so ist, dann erinnert ihr euch sicher, dass wir in Herrscher des Bösen und auch in anderen Lesungen darüber gesprochen haben, wie die Jesuitengenerale Bex und Rothan dafür gesorgt haben, dass Amerika im 19. Jahrhundert unterwandert wurde mit hauptsächlich irischen Einwanderern, die nämlich alle römisch-katholisch sind. Das ist genau das Gleiche, was jetzt die letzten 30 Jahre passiert mit den ganzen römisch-katholischen Einwanderern aus Mexiko und Latein- und Südamerika.
wie man das so schön sieht. Das heißt, das ist gemacht mit einem Zweck. Auch wenn sich das hier jetzt gerade liest, so von wie alt er wurde geboren, hat da und hingegangen, das ist alles, wenn ihr mich fragt, gesteuert. Die Familie ist von Anfang an gesteuert. Ihre Abkunft oder ihre Ursprung, Herkunft ist im Grunde Ursprung. schon gesichert. Bei denjenigen, die diese Menschen nachher leiten, die wissen ganz genau, wo die herkommen und welchen Hintergrund die haben. Das wollte ich nochmal eben sagen. Und erinnert euch mal bitte dann an die Lesung, die ich gemacht hatte, wo Michael Glowell auch, glaube ich, Gast bei war, sicher, wenn es Herrscher des Bösen war, wo wir über die Jesuitengenerale Bex und Rotan gesprochen hatten, aus dem 18., ja, aus dem 19. Jahrhundert, die für die Einwanderung in Amerika gesorgt haben. Das wollte ich nochmal eben als Zusatzinformation nochmal kurz geben, Michael. Mach Ja, bitte nee, weiter. prima. Das ergänzt das ja sehr gut. Also hier haben wir einen weiteren Mitstreiter von Kennedy, der ist der Sohn auch von irischen Immigranten. Also wir sehen, Boston war da eine ganze Menge interessant. Also das hat sich da sehr kulminiert. Der war auch bei der Demokratischen Partei und so weiter. Und 3 Jahre später wurde er dann schon gewählt in den Kongress. Also 6 Jahre lang in den Kongress Vereinigten Staaten. Ja, Fitzgerald ist dann auch der Bürgermeister geworden von Boston. Also genau da, wo die Familie Kennedy herkommt. Der Herr Fitzgerald. Interessant. Der erste Bürgermeister in den Vereinigten Staaten, dessen Eltern in Irland geboren sind. Oder wurden, besser gesagt. Und seine Tochter von dem Herrn Fitzgerald, Rose Fitzgerald, wurde dann später dann eben zu dem Sohn von dem Herrn Kennedy zugesteuert, ausgesteuert oder zu Deutsch einfach verheiratet. Und der hat jetzt wiederum sich zusammengeschlossen mit seinem früheren Rivalen, also der Fitzgerald, Patrick Joseph Kennedy, um eben die Stadt da dann zu verwalten. Interessant, oder? Fand ich ganz interessant. Also wir sehen, das kommt aus einer ganz langen Familie. Das hat nichts damit zu tun mit dem guten Aussehen oder was weiß ich. Nein, das sind Leute, die wollten in die Politik, die wollten etwas bewegen, aus welchem Grund auch immer, da kommen wir dann bald zu. Und der ist sogar in Boston gestorben. Also der hat da wirklich, ne? Also Fitzgerald kann mehrere Gründe haben. Interessanterweise auch kann er von der Abstammung her mehrere Gründe haben. Das gilt ja dann auch für ihn, diese adelige Abstammung, gell? Also zumindest die Möglichkeiten. Jetzt kommen wir nämlich eben zum, wenn wir so wollen, Opa von John F. Kennedy, der Patrick Joseph Kennedy, 1858 bis 1929 geboren. Da war ja so ungefähr die Weltwirtschaftskrise in der Ecke, also zumindest etwas später, ne, ich glaube Ende des Jahres war das oder so. Ein amerikanischer Unternehmer und Lokalpolitiker. Also ihr seht, Kennedy selber, Kennedy John F. Kennedy, war mindestens in der dritten Generation. Die erste Generation ist Opa, die zweite Generation, werden wir gleich sehen, ist Papa und die dritte Generation ist er. So. P.J. Kennedy. 1900 in Schwarz-Weiß, logischerweise. Er wurde als Sohn des irischen Einwanderers Patrick Kennedy und dessen Frau Bridget Murphy Kennedy in Boston geboren. Also da haben wir schon wieder Boston. Da haben wir schon gesagt, Hafenarbeiter, nebenbei kellnerte er in Hafenschenken und so weiter und so weiter. Als er 22 war, kaufte er vom ersparten Geld eine Bar, einen Saloon und der später noch eine Kneipe in der Nähe der Docks hinzukam. Dies brachte ihn und seine Familie aus der Armut. Um auch aus dem gesellschaftlichen Leben der Bostoner Oberschicht Kapital zu schlagen, kaufte er eine dritte Bar, diesmal im Maverick House, einem vornehmen Hotel. Er war noch keine 30, als er die Mittel hatte, eine Importfirma für Whisky zu gründen, PJ Kennedy und Co. Damit wurde er zu einer führenden Figur im Bostoner Spirituosenhandel. Zuletzt war Kennedy Teilhaber einer Kohlefabrik, Aktionär einer kleinen Bostoner Bank, der Columbia Trust Company und Generalimporteur der britischen Whiskyfirma Haig & Haig. Politiker. Er war Lokalpolitiker, unter anderem Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Massachusetts. Er wurde fünfmal in das Abgeordnetenhaus gewählt, jeweils für eine einjährige Amtszeit. Zudem gehörte er dreimal für je 2 Jahre dem Senat von Massachusetts an. Das ist alles nur Wikipedia hier. In dieser Zeit zählte Kennedy zu den bedeutendsten Führern der Demokratischen Partei in Boston. Wir können jetzt schon mutmaßen, dass auf dem Herrn Kennedy JFK, dem späteren Präsidenten, eine ganze Menge Erfolgsdruck lastete. Denn da möchte man ja logischerweise, dass der Sohn oder der Enkel oder wie auch immer, von welcher Perspektive man das betrachtet, ja bitte in dieselbe Kerbe reinschlägt. Also das ist jetzt nicht so, als wenn man Präsident werden möchte, nur weil man die Aussicht genießt, sondern die kommen aus einer, wenn man so will, Dynastie. 1888 wurde er eingeladen, auf dem Nationalen Parteikonvent in St. Louis eine Rede zur Kandidatur von Grover Cleveland zum Präsidenten der USA zu halten. Ne? Da sehen wir schon.
1895 verließ Kennedy den Senat und gehörte fortan zu einem inoffiziellen Strategieausschuss seiner Partei. Man traf sich in vertrauten Kreise und verteilte Ämter, Kandidaturen und betrieb Patronage. Ach, das ist ja sehr schön ausgedrückt nach dem Motto, man kennt die richtigen Leute und hat sogar eine Mauscheleien hintenrum, ne? Aus der Ehe mit seiner Frau gingen Joseph Patrick Kennedy und zwei Töchter hervor. Und Joseph Patrick Kennedy ist, na, ihr habt es schon gedacht, ne? Aber als eben Opa 1929 starb, war sein Reichtum weiter angewachsen. Mit diesem Wohlstand konnte er seiner Frau und den Kindern ein vornehmes Haus in Jeffreys Point in East Boston bieten. Dies ermöglichte den späteren Patriarchen der Familie Kennedy, Joseph P. Kennedy, um den es jetzt gleich geht, eine relativ unbeschwerte Jugend. Also, Opa war Lokalpolitiker. Opa hatte eine ganze Menge Verbindungen. Opa wusste, wen man kennen musste. Und Opa hat den Grundstein gelegt mit Whisky und sonstigen Sachen. Ne? War ja Geschäftsmann. Das ist der Papa von John F. Kennedy. Der heißt Joseph P. Kennedy. Joseph Patrick Joe Kennedy, 1888 geboren. War ein US-amerikanischer Geschäftsmann und Diplomat. Deswegen habe ich den Ernie hier drin. Ein amerikanischer Geschäftsmann. In welcher Form der jetzt Geschäfte gemacht hat, das sagt Wikipedia dir jetzt erstmal nur im Ausführlichen, aber nicht jetzt so allgemein. Wenn man also jetzt einen Aufsatz schreiben müsste für die Schule, siebte Schuljahr, sagt doch einfach mal, wie sind denn so die Kennedys? Dann schreibt man dahin, ach, das war ein amerikanischer Geschäftsmann und Diplomat, ja. Er gilt als Begründer der Familie Kennedy, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil eigentlich ist er ja nur der Sohn von dem, ne? Eben genau. Aber gut, also er ist auf jeden Fall der Vater von John F. Kennedy. Er war wiederum ein Sohn von Patrick Joseph Kennedy, damit man auch nicht durcheinander kommt. Ne? Patrick Joseph heißt Opa und Joseph Patrick heißt Sohn. Ne? Also toll, tolle Ideen. Also solche Ideen kommt man vielleicht, wenn man einen Whisky-Großhandel hat und angeblich Abstinenzler ist. Aber gut, ist egal, war ein kleiner Scherz jetzt hier. Er hatte 9 Kinder, der Mann, der Joseph Kennedy. Jetzt mal gucken. Joseph Patrick Kennedy, also echt schwierig jetzt hier. So, sein Sohn heißt jetzt Joseph Patrick Kennedy Junior. Also damit es zur totalen Verwirrung beiträgt, es gibt hiervon einen Senior und einen Junior. Ich hoffe, ihn auf die beide Seiten zu kriegen. Ja, der Senior ist der Papa von dem Präsidenten und der Junior ist der Bruder vom Präsidenten. So, Joseph Patrick Kennedy Jr., der Namenspatron sozusagen, der Statthalter, würde jetzt meine Mutter sagen, genannt Joe, ist aber im Zweiten Weltkrieg verunglückt. Und zwar ist der laut einigen Quellen, die ich gelesen habe, verunglückt, weil er sich unglaublich beweisen wollte, weil aus dem nämlich dann quasi so der, ne, Familienspross, auf den man dann stolz ist und so weiter, werden sollte. Und das hat nicht funktioniert, der ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Weswegen der nächste eben John F. Kennedy ist, also unser Fitzgerald Kennedy. Als wenn er schon nicht das gewusst hätte mit seinem Mittelnamen, genannt Jack, der 35. Präsident geworden ist. Im quasi dritten Anlauf der Familie Kennedy, wenn man so will, der aber ermordet worden ist. Dann haben wir Rosemarie Kennedy, das ist dann die Schwester von unserem Präsidenten, die lebte ab ihrem 23. Lebensjahr in einer Nervenheilanstalt. Dann haben wir Kathleen Agnes Kennedy, die, als wenn es nicht irgendwie in der Familie etwas seltsam zugehen würde, wiederum bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, und zwar diesmal nicht im Krieg. Und dann haben wir Eunice Mary Kennedy, die Gründerin des Special Olympics, also die für Gehandicapte und Mutter von Arnold Schwarzeneggers Ex-Frau Maria Shriver, die aber jetzt Arnold Schwarzenegger etwas sauer sein dürfte, weil Arnold Schwarzenegger irgendwie eine Affäre hatte mit jemand anderem aus dem Haushalt. Aber gut, das will jetzt hier nicht solche Sachen machen. Dann haben wir Patricia Helen Kennedy und Robert Francis Kennedy, genannt Bobby, dem US-Justizminister und Senator, der eben 1968 in Los Angeles ermordet worden ist. Dann den haben wir ja letztens schon benannt. Dann haben wir noch John N. Kennedy und Edward Moore Kennedy, genannt Ted, der immerhin auch wiederum Senator gewesen ist. Also jetzt seht ihr mal bitte schön, was das für eine Familie ist. Da ist niemand drin, der jetzt irgendwie Automechaniker ist oder irgendwie Bücher schreibt und ein paar Gedichte und ansonsten halt keine Ahnung, Zeitungen austrägt. Das ist eine Dynastie. Der Patrick Joseph Kennedy, das ist der Patriarch. Das ist derjenige, der sagt, Jung, aus dir muss was werden. Auf dem John F. Kennedy quasi jetzt der Druck gelastet hat, es dem Vater besonders recht machen zu wollen. Denn der war ja jetzt der älteste der ganzen Geschwister. Der ist 1917 geboren worden
Und nachdem der Joe 1944 gestorben ist, war er der Älteste. Also quasi, wenn man so will, ist das derjenige, der immer auf die ganzen jungen Geschwister aufpassen muss, ne? Oder da eine Vorbildrolle und so weiter und so fort. Rosemary Kennedy musste sich im Alter von 23 Jahren auf Kennedys Anweisung, also von Papa, einer Lobotomie unterziehen, nach der sie zum Pflegefall wurde. Lobotomie ist eine neurochirurgische Operation, bei der die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen und so weiter durchtrennt werden. Eine Methode, die laut Meinung der Ärztezeitung.de das Leben vieler Patienten zerstört hat. Aber nachher ist man ja immer schlauer, vor allen Dingen in der Medizin. Als Januar dieses Jahres Rosemary Kennedy, die jüngere Schwester des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy, in einem Pflegeheim in Wisconsin starb, wurde die US-amerikanische Öffentlichkeit auf eine medizinische Prozedur aufmerksam, die einst begeisterte Fürsprecher fand, das meistens so, wenn in der Medizin so bahnbrechende Erfindungen stattfinden, Jörg, und das Leben der damals jungen Frau und vieler anderen Patienten zerstörte, die frontale Lobotomie. Verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit ließ Joseph Kennedy, schwerreicher Finanzier, Politiker und Botschafter der Vereinigten Staaten in Großbritannien, der ist ja nicht nur Geschäftsmann, ne? Im Herbst 1941 in seiner 23-jährigen Tochter Rosemary eine präfrontale Lobotomie machen. Ja. Der Eingriff, der unter manchen Neurochirurgen der Epoche als großartige Innovation in der Therapie von Patienten und so weiter mit Depressionen, Schizophrenie und so weiter verkauft wurde, galt, ließ die junge Frau, die leichte Lernstörungen aufgewiesen hatte, mit dem Intellekt eines kleinen Kindes zurück. Das sage ich, das sagt Wikipedia. Die ihr verbliebenen 64 Lebensjahre verbrachte sie in Pflegeheimen. Vielen anderen Lobotomie-Patienten erging es nicht besser. Aber dafür bekam immerhin der Erfinder der Lobotomie 1949 den Nobelpreis. Noch Fragen, Kienzle? Das ist nur Wikipedia hier. Wir gehen auch nicht mal jetzt in die Einzelheiten rein, weil es geht sich ja eigentlich darum, um den Hintergrund der Familienbande von John F. Kennedy. Also, dieser Erfinder hier, der Portugiese Egas Moniz, der hat eine These gehabt, ne? These hat man immer dann, wenn man irgendetwas, also eine Theorie sozusagen, dass man eben dann damit mit der Durchtrennung und so weiter, könnte man dann seelische Krankheiten heilen. Also, da, wo ich etwas zerstöre, kann ich dann heilen, ne? Also, interessant, ne? Mit der Durchtrennung von Nerven kann ich dann angeblich seelische Krankheiten heilen. Also, zu Deutsch, da ist irgendetwas, seiner Meinung nach, sozusagen laienhaft ausgedrückt, ist da irgendetwas falsch verdrahtet. Und er kann das. Ne? Der ist also Halbgott und deswegen kann er das und der hat dann den Medizinnobelpreis 1949 verliehen bekommen. Das ist jetzt gerade erst bitte schon 72 Jahre her. Ich wäre also vorsichtig, wenn irgendjemand sagt, ich habe hier ein komplett neues medizinisches Verfahren und dafür bekommt dann irgendjemand den Nobelpreis. Ne? Ähnlichkeiten oder sonstige Zufälligkeiten könnt ihr gerne selber recherchieren. Nachfahren von lobotomierten Patienten setzen sich heute dafür ein, dass ihm dieser Posthum wieder aberkannt wird. Aber ist immer noch nicht passiert. Tja, da könnt ihr euch mal vorstellen, ne? Tausende von Menschen mit Werbeslogan wurden da ruhig gestellt und vegetieren vor sich hin. Unter anderem auch die Schwester von John F. Kennedy. Habt ihr das schon mal irgendwo gelesen? In einer Kennedy, kurz im Abriss in der Zeitschrift? Nö, ne? Da guckt man immer nur den Smile in John F. Kennedy. 1967 ist aber dann hier allerdings dem Herrn Freeman, der dann, was war? Wenn wir eben gucken hier. Der war Neurologe an der George Washington University. Wurde ihm dann die Lizenz aberkannt. Also ist dann doch nicht alles so toll mit der Lobotomie. Die bringt einen dann doch nicht nach Hause. Dieser Herr Freeman, eben genau von dieser George Washington Universität, der natürlich Freimaurer Universität ist, der scheute auch dunkle Umstände für sein Treiben nicht, sagt Wikipedia. Ne? Er soll transorbitale Lobotomie in einem Motelzimmer gemacht werden, während Polizisten den sich sträubenden Patienten festhielten. Und so weiter, und so weiter. Freeman starb 1972, ohne etwas bereut zu haben. Zu diesem Zeitpunkt lebte Rosemary Kennedy, das prominenteste Opfer des Lobotomienwahns, bereits seit mehr als 30 Jahren von der Öffentlichkeit abgeschirmt in einem Pflegeheim. Auch sie wurde, wie so viele Patienten, weder von ihrem Vater noch von den von diesen ausgesuchten Ärzten nach ihrem Einverständnis gefragt. Muss man sich ja vorstellen. Wenn Vater was gesagt hat, dann war das Gesetz anscheinend. Ich meine, wir reden jetzt hier über die 1940er Jahre, ne? Aber immerhin. Schlimm, ne? Dieser Herr Kennedy, wir reden vom Papa von John F., steht auch in der Wikipedia drin. Darüber hinaus hatte Kennedy noch einen unehelichen Sohn, also den habt ihr eben nicht jetzt da gesehen, aus der Liaison mit der Schauspielerin Gloria Swanson, die nach seinem Umzug nach Hollywood,
Also Kennedy, Hollywood. Interessant, ne? Plötzlich Sachen hier kommen. Im Jahre 1925 seine Geschäftspartnerin und Geliebte war. Uiuiuiui. Das ist ja toll, ne? Wenn man also erstmal 8 Stunden zusammenarbeitet und dann sagt, Mensch, lass uns doch direkt im Büro bleiben. Kommt hier aus diesem Buch. Die Sünden des Vaters, ne? Direkt schon bei der biblischen Sünde. Aber bei einer Schauspielerin, also eine professionelle Lügnerin. Ne? Ich will der Frau Swanson jetzt nichts, aber was machen Schauspieler? Die geben etwas vor, was sie gar nicht sind. Die geben etwas vor, was sie gar nicht sind. Tja. Also, dieser Papa von dem Herrn Kennedy, der hatte zwei Ziele, sagt Wikipedia immer hier, ne? Schnell reich werden, eine hohe gesellschaftliche Macht und Anerkennung. Das sind wir genau bei der Bibel, ne? For the love of money is the root of all evil. Also die Liebe zum Geld, nicht das Geld selber, da kann man ja auch gute Sachen mitmachen. Die Liebe zum Geld, also die Gier sozusagen nach Geld, ne? Die ist letzten Endes dann die Wurzel alles Übels. Letzteres umso mehr, wir reden jetzt hier von gesellschaftlicher Macht und Anerkennung. Darum geht es in den Kennedy, zumindest dem Senior erstmal. Nachdem ihm die Mitgliedschaft in allen wichtigen Clubs aufgrund seiner Religion und Ethnie verwehrt geblieben ist. Also sprich irisch und katholisch. Oder irisch-römisch-katholisch sozusagen. Okay? Ja, der war zunächst staatlicher Bankprüfer, dann Präsident des Trustes und dann war er mit 25 Jahren der jüngste Bankdirektor der USA. Interessant, ne? Also, worum geht es sich da? Um Geld, würde ich mal sagen. Das Geld hatte er sich in der Familie geliehen. Jetzt pass auf, was kommt. Die Hochzeit mit Rose Kennedy, der Tochter des früheren Bostoner Bürgermeisters John F. Fitzgerald, folgte am 7. Oktober 1914. Dann gelang es Kennedy mit geschickten Verhandeln genug Geld aufzubringen, um das Angebot einer gegnerischen Bank zu überbieten. Ne? Geschicktem Verhandeln, ne? Also Taktierung. Ne? Er hat sich Geld geliehen und so weiter. Jetzt geht's los. Aufgrund anhaltender Ermittlungen gegen ihn im Rahmen eines Finanzskandals sah sich Kennedy veranlasst, sich ab 1917 für eine Weile vollständig aus dem Bankgeschäft zurückzuziehen. Also, ich meine, da muss man jetzt nur zwischen den Zeilen lesen, um zu wissen, dass dieser Mann irgendwie nichts mit ehrlichem Geschäft oder mit irgendwelchen Sachen zu tun hatte, sondern alles Mögliche ausgenutzt hat. Nicht vergessen, dieser Mann hatte damals schon politische Verbindungen. Aufgrund alleine schon seines Vaters. Er wird noch viel schlimmer. Am 29. Mai 1917 wurde Kennedy in den Vorstand der Massachusetts Electric Company berufen, als damals einer der jüngsten Vorstandsmitglieder in einem amerikanischen Großunternehmen. Nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten unter Woodrow Wilson in den Ersten Weltkrieg, der immer gesagt hat, nein, nein, also unsere Jungs nicht, ne? Aber danach unsere Jungs dann doch und das die Creature of Jekyll Island, solche ganzen Geschichten, hatten sich gemäß dem Selective Service Act von 1917 alle Männer zwischen 21 und 30 für den Militärdienst zu melden. Kennedy bemühte sich um eine Ausnahmegenehmigung, welche er ab Mitte 1917 trotz seiner mangelnden Fachkenntnisse im Schiffsbau von der Bethlehem Shipbuilding Corporation am Fall River bekam, weil er in einem für die Führung des Krieges unentbehrlichen Unternehmen tätig war. Also, wenn Vitamin B irgendetwas bezeichnet, dann diesen Absatz hier. Ne? Das ist Vitamin B. Trotz mangelnder Fachkenntnis mal eben eine Ausnahmegenehmigung. Dann geht's los. Aufgrund einer Empfehlung dem Anwalt, nämlich genau von Bethlehem Steel, Bethlehem, interessant, in den Geburtsort von Jesus Christus, erhielt er den Posten des stellvertretenden Hauptmanagers der Werft, ein jährliches Gehalt von 4.000 Dollar. Und hier traf Kennedy erstmals mit Franklin D. Roosevelt zusammen, der damals als Marineminister tätig war. Und damit was ist? Ein Geheimnisträger. Interessant. Dann hat er ein Theater übernommen mit 31 Filmtheatern in Neuengland. Also, das ist jetzt hier nicht das England, wo ihr dran denkt, sondern das neue England in den Vereinigten Staaten. Und in dieser Zeit zeigte sich erstmal, wie eng verwoben Kennedys wirtschaftliche und politische Interessen waren. Sein Schwiegervater, John F. Fitzgerald, gewann ja 1918 die Wahl zum Repräsentanten von Boston gegen den ebenfalls demokratischen Kandidaten in Mattake. Aha, guck mal, Schwiegerpapa ist Repräsentant. Also beide Geschichten, also auch von der Seite der Mutter von John F. Kennedy, da gibt es politische Verwicklungen oder sagen wir mal so, Vitamin P eigentlich. Joe Kennedy, der zu den Wahlkampforganisatoren gehörte, engagierte italienische Immigranten und Profiboxer, um Takes Wähler umzustimmen. Also ich meine, wer jetzt hier nicht in Grinsen ausbricht, dann weiß ich aber auch nicht, wie deutlich man da noch zwischen den Zeilen lesen muss. Ne? Wie kann ein Profiboxer Wähler umstimmen? Ja, genau so.
Im Aktienhandel setzte er sein Jahresgehalt von 10.000 Dollar gewinnbringend ein und wurde ab 1926 zum Millionär. Da würde ich mal sagen, der Mann hat die richtigen Menschen gekannt, zumindest in dieser Welt. Interessant. Und deswegen dieses Zitat. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja, du hast das ja vorher schon mal gesagt. Ich wusste nicht, dass ich das jetzt mal lesen muss. Da. Meine Maus woanders, hat da drauf geklickt und das Mikrofon ging nicht an. Das kann mal passieren. Das kommt aber auch, weil wir schon so weit in der Sendung sind. Ja, ich mache nur 5 Minuten, nur mal zum Abschluss jetzt hier. Aber das, der Liebe zum Geld, das ist wirklich das, also wenn man irgendetwas, Liebe, Macht und Geld ist Kennedy, Macht und Geld ist Kennedy, wirklich, also zumindest der Papa von John F., ja. So, es ist unwahrscheinlich, sagt Wikipedia, dass sein Gehalt alleine ausreichte, um seine fünfköpfige Familie zu ernähren. Er hat ja noch genug Kinder gehabt, auch ein außereheliches, seiner Wettleidenschaft nachzugehen und nebenbei auch noch zum Millionär. Vielmehr ist durch zahlreiche Quellen dokumentiert, dass Kennedy schon sehr früh zu Beginn der Prohibition, also zum Alkoholeinschränkungen und so weiter, in den Alkoholschmuggel einstieg. Den deutlichsten Hinweis hat man in der kanadischen Royal Commission of Customs and Excise und so weiter. Da gibt es Dokumentationen, dass er sich eben dann auch mit einer Firma da die Büroräume teilten. Und diese Firma Rifle bestand, der einzige Zweck dieser Firma bestand in der Herstellung alkoholischer Getränke und deren Export in die Vereinigten Staaten. Den hierfür erforderlichen Zucker bezog er von Diamond Joe Exposito, dem Chef des Chicago Outfit und seinerzeit wohl mächtigsten Gangsterboss der Vereinigten Staaten. Und da wisst ihr jetzt auch, woher diese ganze mafiöse Struktur oder diese Gerüchte von John F. Kennedy in der Verwicklung um sein Attentat herkommen. Denn sein Papa hatte schon Verbindungen, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar sehr profitable, mit dem organisierten Verbrechen. Und auch die Distribution des aus Kuba importierten Zuckers, ne? Also nicht alles, was aus Kuba kommt, zu aller Fidel Castro, Jesuiten und so weiter, ist jetzt im Sinne der Kennedy schlecht gewesen. Mann, 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 Mann. Espositos Zuckerlieferungen an Kennedy erfolgten meist über einen gewissen Sam Giancana, der damals noch für Exposito als Fahrer und sogenannter Enforcer, also sagen wir mal so, Überzeuger, ne? So wie der Profiboxer, der dann die Wähler von dem Herrn Take dann da überzeugen wollte. Und später einmal zum Acting-Boss der Chicagoer Mafia avancieren wollte. Und da wisst ihr jetzt ganz genau, Sam Giancana, JFK, ach du liebe Güte. Ja, genau da kommt die ganze Geschichte her. Und die ist auch begründet, durchaus. Ne? Nachdem Kennedy einmal eine Ladung Alkohol durch das Gebiet in Detroit operierenden jüdischen Purple Gang, interessant, Purple, ne, transportieren ließ, forderte diese deinen Kopf und hatte bereits einen Killer auf ihn angesetzt. Also ist auch gar nicht so weit weg, dass es das alles mit organisierten Verbrechen zu tun hat, ne? Ja, und dann hat ihm die Mafia dann geholfen und so weiter und so fort gegen eben diese jüdische Gang angeblich. Und von da an stand Kennedy in der Schuld der Chicagoer Mafia. Ja. Und der Papa war eben bekannt, illegal erworbene Gewinne aus dem Alkoholgeschäft in legale Investitionen zu transferieren, also für Geldwäsche. Das sagt Wikipedia, sagt nicht ich. Ich zitiere, ich lese im Augenblick vor. Aber das langsam kriegen wir so ein Bild, ne, wo das alles eventuell hingehen sollte. Lest euch das gerne durch. Ich möchte jetzt hier gleich aufhören in 2 Minuten oder so, damit es nicht zu lange wird. Aber lest euch das durch. Es hat hier wirklich alles damit zu tun, dass der Kennedy Senior von der Papa von John F. Kennedy und Robert Kennedy alles Mögliche getan hat, um schnell reich zu werden und vor allen Dingen viel Einfluss zu haben. Unter anderem auch unter Einsatz seines Lebens. Denn ich meine, wenn der jetzt irgendwelche Geschäfte macht mit irgendwelchen Unterweltgrößen sozusagen, dann ist es nun mal halt lebensgefährlich. Und zwar nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie. Ne? Darf man nicht vergessen. Wenn einer sagt, von wegen, den hole ich mir und der weiß, der hat dann ein paar Söhne und ein paar und so weiter. Er gefährdet damit auch seine Familie. So, und Kennedy hat sogar bei dem dramatischen Verfall der RCA-Aktie, damit gehen wir jetzt hier in Fernsehen und Filmgeschäft rein, hat er dann auch eben dann da verdient. Auch und den sozialen Ausschluss durch die traditionell einflussreiche puritanische Elite in Boston wegen seiner irisch-katholischen Herkunft, ganz, ganz wichtiges Ding, das hatten wir ja schon gesehen, dass es da ein Problem gibt, eine entsprechende Position zu bekleiden, wenn man genau aus dieser Ecke kommt und diesen Glauben hat, verlegte Kennedy seinen Wohnsitz nach, ja, genau, in die Traumfabrik, in den Heiligen Wald oder in Sacro Bosco oder halt in den Wald von Nemi, wo immer ihr wollt, Stechpalmwald, das kennen wir ja alle schon, die ganzen Gerüchte, die da halt gestreut werden, dem weitere Jahre in anderen schönen Bereichen dann halt folgten. Seine wichtigste Geschäftspartnerin und Geliebte blieb aber Jo Gloria Swanson, die ihm einen Sohn zur Welt brachte. Das muss Liebe sein, oder? Also auf Seiten von Gloria Swanson, denn zu dem Zeitpunkt ist es ja Unzucht aus der Seiten von Kennedy Papa Senior.
Kennedy übernahm faktisch die Kontrolle über Leben, startete Gloria Productions, jetzt wisst ihr auch, woher das kommt, von der Frau Swanson und versuchte vergeblich von der katholischen Kirche einen Dispens zu erhalten, der das Zusammenleben erlaubt hätte. Also muss man sich mal vorstellen, der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt schon Kinder und wollte politische Posten und alles Mögliche. Ja? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass der Mann jetzt, ne, dementsprechend jetzt nur irgendwelchen Liebschaften gefrönt hat, aber bitteschön, diese Folge heißt Familienbande. Und die heißt deswegen Familienbande, weil man immer mal gucken sollte, zumindest mache ich das so, welchen familiären Einfluss jemanden hat, um mal zu erklären, warum er diejenigen oder andere Handlungsmotivation hat. Ja? Er hat beispielsweise diskrete Kontakte zu Größen aus der Wirtschaft. Das kann alles sein, aber es ist letzten Endes so verdeckte Geschichten. Politik, Film, Business, zum Beispiel dem Herrn McCarran, der zum Beispiel Judy Garland, ne? Somewhere over the rainbow, also der Wizard, also der Zauberer von Ost, und Marilyn Monroe und Frank Sinatra und vor allem der organisierten Kriminalität pflegten. Da kommt die ganze Geschichte her. Ich glaube, das ist ja so, wo vielleicht bei der Geschichte, wenn man in die Attentate von Kennedy und den ganzen Hintergrund über die Könige der Welt mal reingeht, dann plötzlich sieht, das sind ja gar keine Vorbilder. Also es sind sehr, sehr eindeutige Charaktere, die da kommen. Und es hat irgendwie nichts mit dem Eingangsbild zu tun, wo dann alle dann lustig grinsen, auf der Couch sitzen und dann so aussieht, als wenn das jetzt eine amerikanische Musterfamilie ist. Oder? Ja, also große Teile von Kennedys massiven Einstieg in das Filmgeschäft kamen von der Mafia. Kennedys Hauptinteresse, sich in der Filmindustrie zu engagieren, bestand vor allem darin, Geld und weniger darin, gute Filme zu machen. Tja. Ne? Da habt ihr dieselben, guck mal, Charlie Chaplin haben wir in dieser Serie auch schon benannt. Kommen immer jetzt dieselben Geschichten. Kennedy gelang es, diese jüdische Dominanz in Hollywood erfolgreich zu unterwandern. Das ist ja wieder so, so Öl auf das Feuer derjenigen, die glauben, dass die Juden irgendetwas regieren in dieser Welt, indem er die Angst davor schürte, dass die amerikanischen Politiker einem bedeutenden Industriezweig misstrauen und Gesetze zu dessen Zensur beschließen werden, wenn diese von osteuropäischen Juden dominiert und für deren Ziele genutzt wurden. Ach ja. Also, 1931 hat er seine letzten RKO-Anteile ausgerechnet an wen verkauft? Genau, der Nelson und seine Brüder. Wenn es Probleme gibt, holt der Nelson einfach seine Brüder. Und er hat eine ganze Menge Brüder, die vor allen Dingen wahrscheinlich gar nicht bei Wikipedia stehen, diese Brüder. Er hat nämlich alles so Brüder im Geiste. Und wie gesagt, Kennedy, es geht nur um Geld hier. Es geht um Geld und Macht, Immobilieninvestitionen. Hier geht schon über 800.000 Eigenkapital. Hatte dann 13 Millionen die Merchandise Mart, also eine richtige Einkaufsstraße hier anscheinend in Chicago gekauft und so weiter. Ja, kontrolliertes Glücksspiel, Prostitution und so weiter. Kennedy hat unglaublich Geld verdient. Unglaublich, unglaublich. Also hier... Das geht alles nur mit Vitamin B, die ganzen Geschichten, die der gemacht hat. Ja? Fast alle seine Immobiliengeschäfte wickelte Kennedy über den New Yorker Makler und Immobilientycoon John J. Reynolds ab, der außerdem hauptsächlich damit beschäftigt war, die Immobiliengeschäfte der New Yorker Erzdiözese zu regeln und Kennedy von dem mit ihm befreundeten Cardinal Francis Joseph Spellman abgeschlossen war. Durch die über Reynolds abgeschlossenen Immobiliengeschäfte vermehrte Kennedy sein Vermögen um schätzungsweise 100 Millionen Dollar. Und jetzt reden wir nicht über heutiges Geld, sondern wir reden über richtiges Geld von damals. Und da habt ihr jetzt direkt die Verbindung zur römisch-katholischen Kirche über Immobilienmakler, Immobiliengeschäfte, Immobilientycoon. Immobiliengeschäfte der New Yorker Erzdiözese, also noch jemand, der die Liebe zum Geld hat. Ne? Immobiliengeschäfte der Erzdiözese. Wir haben ja immer geglaubt bis heute, dass die Kirche irgendetwas mit Glauben zu tun hätte. Aber anscheinend glauben wir da halt einfach nur das Falsche und haben gar nicht gecheckt, dass also auch die Kirche unendlich reich ist. Vor allen Dingen die römisch-katholische Kirche. Und jetzt reden wir jetzt hier, in dem Moment, reden wir jetzt hier über einen Multimillionär. Und in der nächsten Folge gehen wir auf die britische Karriere von dem Vater von John F. Kennedy im Wahlkampf für Roosevelt gegen den katholischen Alfred E. Smith. Wie man das dann alles schafft, das unter einen Hut zu bringen, das muss eine Kunst sein. Da musst du schon richtig gute Verbindungen haben, richtig gut reden können und das vor allen Dingen anscheinend eins nicht machen. Du darfst die Wahrheit nicht sagen. Die Wahrheit steht für Jesus Christus, Johannes 14,6.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und anscheinend der einzige Weg für den Herrn Kennedy war irgendwie Macht und Geld. Und das war ihm anscheinend egal. Der hat immer weiter die Macht gesucht und hat sogar als irischer Katholike den Franklin D. Roosevelt unterstützt gegen den katholischen Alfred-ismus. Gleichzeitig aber, oder halt nachher halt, ne, eben dann Geschäfte gemacht und hat da sich befreundet mit dem Kardinal Francis Joseph Spellman. Und da kann man, glaube ich, jetzt schon dran sehen, dass in Art und Weise, dass es da nichts unbedingt zu tun hat mit der wirklichen Überzeugung von jemandem, der eventuell gar keine hat, weil er alles nur dem Mammon irgendwie unterwirft, der Liebe zum Geld. Der Mammon ist das goldene Kalb, das sind die materiellen Dinge, die materiellen Wünsche. Den Satz nehme ich mir jetzt noch. Dem überraschten Publikum, warum Roosevelt ausgerechnet Kennedy ausgewählt hatte, der viele nicht nur als Profiteur der Weltwirtschaftskrise, sondern als deren Mitverursacher galt, erklärte der Präsident sinngemäß, dass Diebe am besten Diebe fangen können. Neben Kennedys Einfluss auf die Geschäftswelt empfiehlt sich auch seine katholische Herkunft als nützlich für Roosevelt. Kann man jetzt vielleicht mal sehen, dass Religion und Politik vielleicht doch einiges miteinander zu tun haben? Denn eigentlich reden wir die ganze Zeit über den Vater von John F. Kennedy und wir kommen jetzt hier dauernd nicht nur mit schwindelerregenden Beträgen zusammen, sondern wir kommen jetzt hier mit organisierten Verbrechen, mit Alkoholschmuggel, mit Glücksspiel, mit unehelichen Kindern, mit Religion, mit Politik, mit Machterhalt und sogar mit Lebensgefahr zusammen. Und das ist jetzt alles nur das Vorgeplänkel für das, was da bald kommt. Das ist schon mal der Hintergrund der Sachen, die der Herr John F. Kennedy, der spätere Präsident, in den ersten, sagen wir mal, 30 Jahren seines Lebens so mitgemacht hat. Der hat also schon mitbekommen, in irgendeiner Art und Weise, wie seine Familie mit dem organisierten Verbrechen zu tun hatte, mit Politik zu tun hatte, mit ganz, ganz viel Geld rumgeochst hat und vor allen Dingen mit seinem machtbewussten Vater. Es gibt eine Anekdote über seinen Vater, die dann aussagt, dass er seine Söhne in Konkurrenz gehalten hat, sodass letzten Endes der Ehrgeiz in der Familie Kennedy nicht jetzt einem altruistischen Menschheitsbild entspricht, sondern letzten Endes darauf zu fußen ist, dass die Söhne natürlich was machen wollte. Logisch, was du machst als Sohn, du willst deinem Vater gerecht werden. Aber nicht dem Vater im Himmel, sondern deinem leiblichen Vater. Und wo das hinführen kann, sehen wir in der nächsten Sendung. Ich bedanke mich für euer Ausharren, bedanke mich für das Interesse und ich hoffe, ihr fiebert in der nächsten Sendung genauso mit, wie ich im Augenblick der nächsten Sendung entgegenfiebere. Und gebe jetzt ab an den Jörg. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit, eure Bibel zu lesen und den Kommentar von Jörg zu hören. Vielen Dank und bis demnächst. Ja, danke, Michael. Mein Kommentar beginnt erstmal mit einer Frage. Kannst du das Blatt nochmal kurz ein kleines Stückchen weiter runterscrollen? Weil auf der letzten Zeile lese ich einen sehr interessanten Namen, nämlich Charles Coughlin. Ja. Und das sollte jetzt bei einigen Leuten auch mal ein Wecker klingeln im Kopf, um zu sagen von, oh, den Charles Coughlin, da hatten wir doch, glaube ich, drüber gesprochen in dem Buch Hinter den Diktatoren. Der hatte doch die Nazi-Propaganda in Amerika verbreitet. Der wurde doch von den Nationalsozialisten finanziert. Richtig, ne? Ich müsste jetzt nachgucken. Ich müsste jetzt nachgucken, aber wie gesagt, wenn du das halt siehst mit Kennedy, wir haben hier wirklich ein Riesenfass aufgemacht und wo das halt endet und mit welchen Verstrickungen, ich glaube, da hat man jetzt, glaube ich, schon die Ahnung von, dass es dann letzten Endes mit 12 Folgen nicht geregelt werden wird. Das ist so viel, was da jetzt kommt, die ganzen Verstrickungen. Das ist eine der amerikanischen Vorzeigefamilie und anscheinend ist das so, dass Religion ein ganz großer Faktor in der Politik war. Wir reden jetzt ja hier über eine Politik, die ist ja schon mindestens 80 Jahre her. Ja, das ist ja das Problem. Das sind jetzt Sachen, die die Menschen nicht wahrhaben wollen, dass Politik und Religion miteinander verstrickt sind. Ja, und gleichzeitig heißt Und es in Deutschland dann Christlich-Demokratische Union. Also bitte. Ja. ja, gut, wobei christliche eigentlich, das müsste ja die KDU sein, die Ja. Katholisch-Demokratische Gut, Union. das wissen Sie ja nicht. Aber ja, gut, das ist ein ganz anderes Thema. Aber der Punkt ist ja nur, wenn man den Leuten auf diese Art und Weise deutlich machen kann, wie Politik und Religion miteinander verstrickt sind, dann macht natürlich sowas wie Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 und die Könige der Welt haben Unzucht betrieben mit der Hure von Babylon und durch den Wein ihrer Unzucht sind die Völker der Welt trunken geworden, viel mehr Sinn. Und da geht es ja drum. Wir wollen ja den Bibelzitaten oder der Bibel im Allgemeinen viel mehr Sinn geben. Wir wollen sie fassbar machen, wir wollen sie ergreifbar machen für euch, ja.
Also da, schön, dass du es hier nochmal zeigst. Mit der die Könige der Welt, also die Hure, es geht um das Gericht der Hure, die an vielen Wassern sitzt und die wird in Kapitel 17, Vers 15 erklärt, was die Wasser sind, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und wenn man trunken geworden ist, das muss ich doch euch, die ihr dieses Video schaut, nicht mehr erzählen, dann denkt man nicht mehr geradeaus, dann geht man oftmals auch nicht mehr geradeaus, sondern man schwankt und man lässt sich führen. Und man lässt sich führen von einem falschen Geist. Und der falsche Geist führt euch eben nicht zu, was war's, Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sagen wir es dann noch mal so, wie Jesus Christus es ganz gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da geht es drum. Wenn ich von dem Wein der Unzucht trinke, der entstanden ist dadurch, dass die Könige der Erde mit der Hure Unzucht getrieben habe, und wenn ich von diesem Wein trinke und trunken geworden bin, dann kann ich nicht mehr richtig denken und dann kann ich nicht mehr richtig verstehen und dann lasse ich mich ganz leicht umgarnen von all den Verlockungen in dieser Welt und habe nicht mehr das vor Augen, was wichtig ist. Das, was Jesus Christus in Johannes Kapitel 14, Vers 6 sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ihr seht, wie wichtig es ist, eure Bibel zu lesen. Deswegen seid nicht nur gespannt auf die nächste Sendung, sondern lest in der Zwischenzeit vor allen Dingen eure Bibel. Maranatha. Woe unto the